Aber gut, dann haben wir erstmal unsere Dios-Schlitzer. Oh yeah, los geht's. Oh, Jäger, wir haben nachts im Moggerwald ein neues Monster entdeckt. Auf meinen nächtlichen Runden habe ich ein Brachydios gesehen. Dem scheint es da gut zu gefallen. Ach, hat ihm die Vergewaltigung Spaß gemacht? Na schön. Gute und sichere Sache. Jagd. Wirf immer einen Blick auf die Mauerprognose, bevor du in den Wald gehst. Ja, nee, alles klar. Das hast du mir jetzt schon tausendmal gesagt. Hi. Gut gemacht, hast du Brachydios erwischt. Wusstest du, dass Unmengen von Schleimpilzen auf der Haut eines Brachydios leben? Pilze? Der hat echt solchen Scheidenpilz? Am Kopf und an den Händen? Oh yeah, verstehe. Alles klar, Kumpel. High five, Brachydios. Hast du geil gemacht. Fuck. Puh, Hände explodiert. So schnell geht's. Sollte jetzt jemand sagen, ich spiele, als hätte ich keine Hände, lag das an dem High Five gerade. Das Monster nutzt den Schleim offenbar, um spektakuläre Explosionen auszulösen. Wer hätte das von Schleimpilzen gedacht? Wie bitte? Ich hätte dir das früher sagen sollen. Ach, entspann dich doch mal, du bist immer so verspannt. Du bist ja nicht dabei draufgegangen, ne? Das stimmt allerdings im Gegensatz zu Steam. Das habe ich schön gemacht. So, der hier hatte Eisschwäche, der hier Wasser, der hier Wasser, der hier Feuer, der hier Doppelfeuer, die haben Schleim und die haben eigentlich kein Schleim, aber wir könnten es trotzdem mal probieren. Ne, warte, Wasser, komplett egal, weil sowieso so gut wie tot und eigentlich Donner. Aber ich glaube, Arknaktor hatte ohne Rüstung auch ein bisschen was wie Donner. Das heißt, ich würde, sollte hier eine Donnerwaffe nehmen, ne? Nach Adam Riese, in der Tat. Gut. Ist mir gerade relativ egal, was der in der Tat. Aber wir nehmen unsere Wasserwaffe. Wir haben zwar jetzt Schleim, aber gerade für so einen Nippelsnarf müssen wir das jetzt nicht benutzen. Obwohl eigentlich gerade bei dem wäre es gut, mich einzuspielen. Aber eigentlich will ich mit denen gegen mein Großschwert kämpfen. Weil ich noch mehr Großschwert-Action zeigen will, weil die so grandios gut immer läuft. Hust, hust. Gerade bei dem Monster, was ich so bisher so gut wie gar nicht bekämpft und so gar nicht gewonnen habe. Aber es ist ein kleines Monster, daher sollte das irgendwie gehen. Also ich würde sie jetzt nicht als großes Böses beschreiben. Eher so Richtung Zeltas als Richtung Genmoran. Man muss die Breite bloß groß genug nehmen zwischen den zwei Optionen, dann muss einem jeder zustimmen. Muss nicht, aber jeder hat kaum noch Argumente, mir zu widersprechen. Und ich weiß, die Hälfte von euch wird das als Herausforderung annehmen. Okay, was haben wir sonst noch so Schönes? Wir brauchen bei dem mehr oder minder Schallbomben. Bomben habe ich noch mit. Schockfall und Fallgrub können wir auch noch mitnehmen. Und das sollte eigentlich reichen, so im Großen und Ganzen würde ich jetzt meinen. Also, auf und davon, bevor wir, oder nachdem wir allerdings erstmal geschaut haben, was brauche ich denn eigentlich noch, um meine Wasserwaffe zu verbessern? Also, die hat mir gerade schon ein bisschen lang gekämpft. Ah, lila Lutruf-Zeug. Ist das G-Rank? Nee, das ist High-Rank, oder? Purple, Schwamm, Balk und Scherbe. Scherbe klingt eigentlich ziemlich hoch. Ja, und Rarität 8 sagt mir irgendwie Richtung G-Rank wird's gehen. Schade, schade, Schokolade. Aber okay, dann holen wir uns nochmal eine leckere Mahlzeit hier. Mit Angriff plus Hornbläser. Ne, heute bin ich nicht so in der Stimmung fürs Blasen. Morgen vielleicht wieder. Das ist auch nicht so toll. Ne, Schlaf ist auch nicht so toll. Dann habe ich wieder Hornbläser. Alles klar, es ist absoluter Bullshit. Dann verbessere ich mal weiterhin meine Blasenfertigkeit. Ich muss nochmal kurz das Mikrofon wegschieben. Tut mir leid für die Störgeräusche. Und dann können wir loslegen mit dem Wüstengourmet. Ja. Toll, Joll. Dann haben wir beinahe die erste Seite auch schon wieder abgeschlossen. Das ging doch gut, schön flüssig und schnell. Und sogar von der letzten auch noch eine gemacht. Aber vorher muss der Nippelsnarf noch an meinen Nippeln snarven. Was, ihr kennt das Wort Snarven nicht? Müsst ihr mal im Umgangssprache Duden nachschlagen. Gibt's tatsächlich, es gibt so ein Urban Dictionary, wo man halt diese ganzen
Ghetto-Sprachen sozusagen mitkriegt, wo man teilweise selber nicht weiß, dass dieses Wort existiert. Das muss ich auch noch aufpassen, ne? Du bist auf jeden Fall nicht echt. Wenn du echt wärst, würdest du die Renoblos angreifen. Da du das nicht tust und da ich durch dich durchlaufen kann, was mir eigentlich schon einiges sagen sollte, ist er hier wahrscheinlich nicht. Obwohl, da hinten war noch eine Sanddüne, aber die Chance ist nicht so hoch. Vor allem, weil ich weiß, dass er hier spawnt. Yep, da ist er. Habt ihr es gesehen? Habt ihr nicht, dann seid ihr blind. So, mein Freund. Hallo, mein Schatz. Du kriegst von mir den richtig harten ins Gesicht. Ich hoffe, er gefällt dir gut. Shit. Aua. Damit habe ich nicht gerechnet. Surprise, Motherfucker. Okay. And his name is John Cena. So nicht, mein Freundchen, wo ist er hin? Da hat er sich schon wieder vergraben. Ach nein, er ist weggesprungen. Aha, das ergibt dann natürlich Sinn. So, man darf kurz, ganz kurz festhalten, dass ich absolut keinen Plan von seinem Moveset habe. Das sollte man allerdings auch schon vorher gewusst haben. Delex. Delex, nein! Delex! Alter, leckt's bei dir im Kopf, oder wie? Meine Fresse! Einmal mit halbwegs Profis zusammenarbeiten. Ist wohl leider nicht drin hier. Naja, egal. Fuck. Alter, immer so ein großer Mund. Du bist so ein Fettmaul. Okay, jetzt, wo ist meine Schallbombe? Schallbombe. Hier. Bing. Ja, das hat gesessen. Erste Bombe müsste getroffen haben. Da kam's. Ich bin so gut, weil ich so schön bin, so schlau, bin so schlank und rank. Ich bin Miss Valkiki. Boom, Bitch, hab dich. Und Telex hat mich. Wie sollte es auch anders sein? Warum verteidigen die Telex den eigentlich? Einfach nur, um mich abzufacken, oder haben die wirklich so eine schöne Koexistenz? Wow. Mein Schlag ging aber nicht so weit. Das muss ein Delex gewesen sein. Relativ sicher. Das würde ich nämlich als nächstes benutzen, weil ich habe ja noch ein paar Schallbomben. Aber nein, das geht ja nicht. Die Idioten müssen das ja unbedingt zerstören. Der dreht nochmal um, oder? Ja, sieht so aus. Ob man da einen Full Charge gut reinhauen kann? Okay, Full wird's nicht. Ich fühle mich irgendwie gerade beim Gen Moran. Das ist ein guter Vergleich. Gen Moran helfen die Delexe doch auch. Das würde sogar ein bisschen Sinn ergeben, der Vergleich. Wenn das hier so ein kleiner Gen Moran ist oder ein Gen Moran Sprössling, dann würde es erklären, warum bei dem die Delex immer rumhängen. Und warum bei Gen Moran Delex rumhängen, weil die halt alle so zusammenarbeiten und Delex essen halt den übrig gebliebenen Fraß. Also was der da nicht leer kriegt an dem Essen, was er getötet hat, das essen die Delex. Weil Delex alleine halt kein Renobloss-Blatt kriegen. Aber von dem Renobloss bestimmt einige Delex leben können. Auf den Spuren der Wahrheit. Jetzt hätte ich gerne eine Bombe, aber ich habe auch vorhin geplant, mit den zwei Bomben, wenn der gerade hochkommt, den dann darin zu trappen. Aber leider sollte das ja nicht funktionieren, weil Mr. Deli Veli unbedingt das Ding zerstören musste. Verdammt, es sollte auf den Fuß gehen. Ah, passt. Er kommt eh nicht so weit. 180 Grad Drehung ist leider bloß einem schönen, lieben, netten Aknaktor vergönnt. Diesem kleinen Störenfried. Dann wohl doch nicht. Okay, da hinten sollte er eigentlich auch rausgehen aus der Höhle, aus seinem Sand hoffentlich. Und dann kann ich vielleicht ein paar Fallen benutzen. Soweit ich weiß, ist er da doch bloß rangegangen, wenn er rausgesprungen ist, oder? Ich glaube, Fallgruben könnten so gut wie gar nicht funktionieren bei ihm. Gut, da war ich mir auch beim Diablos sicher, was ich bis jetzt nicht nachgeprüft habe, ob das berechtigt war oder nicht. Was machst du hier? Ohne Scheiß! Nein, er hat mich bemerkt! Fuck! Ich hätte ihn einfach weglaufen lassen sollen. Und da habe ich zu spät losgelassen. Wo kommt der Alter drauf her? Der ist doch gerade gespawnt, mit Sicherheit. Okay, jetzt muss ich ein bisschen auf den Typen aufpassen.
tut mir leid, aber wirklich Muße, den jetzt noch zu töten, habe ich nicht. Vor allen Dingen mit Großschwert, mit meiner beschissensten Waffe, wird das irgendwie nichts, was ich gerne machen will. Aber Dungbomben habe ich nicht mitgenommen. Ich hatte die ganze Zeit ein Danger-Zeichen bei jeder Quest. Das war nicht getroffen. Ey, ich sehe trotzdem. Nice. Schnell. Ja. Boom. Wo bin ich? Ah, ich wurde umgehauen. Sehr schön. Bei jeder Quest war dieses Scheißzeichen mit dabei. Nie kam einer. Und jetzt. Jetzt auf einmal muss dieser Dämon so wieder zeigen. Hallo, mich gibt's auch noch. Und ich bin voll nett und so. Und ich fress dich gerne auch mal so nebenbei. Oh, hat da gerade jemand eine Falle gelegt? Ah, oh, das war ich. Oh. Oh. Ja, Captain Kompetenz. Auch wieder am Start. Lass mich hier raus, lass mich hier raus, lass mich hier raus. Wo bin ich? Was mache ich? Was tue ich? Ich lebe. Keine Ahnung wie, aber es stimmt. Vielen Dank, Chacha. Das hast du toll gemacht. Obwohl es natürlich cool wäre, gegen den zu kämpfen. Das gebe ich zu. Jetzt nochmal so ganz nebenbei. Den zu töten, warum nicht? Aber, Dämon Joe, das ist keine gute Idee, hier zu sein. Okay. Er wollte nicht auf mich hören. Wer nicht hören will, muss fühlen. Er dachte wahrscheinlich, dass ich ihn verarsche, was allerdings sowas von nicht der Fall war. Gut, da war er zu weit weg. Falls Dämon Joe jetzt schon hungrig, was ihn nicht interessiert, er schreit trotzdem wie wild. Warum stehe ich gerade beim Dämon Joe? Ich weiß, meine Jägerehre verleitet mich dazu, dieses scheiß Monster anzugreifen und es töten zu wollen. Aber mein gesunder Menschenverstand spricht da eine andere Sprache, wenn ich bedenke, wie häufig ich jetzt schon mit dem Großschwert gegen Monster gekämpft habe und wie unglaublich lange das immer gedauert hat, kann ich mir jetzt auch rein zeitlich nicht leisten, jetzt Schaden an den zu verschwenden. Allgemein Zeit an ihn zu verschwenden. Es tut mir leid, Dämon Joe, aber du blockst gerade mein Monster. Das machst du super. Das machst du richtig, richtig geil. Wie episch ist das denn bitte? Der kommt an den Dämon Joe nicht vorbei und kann deswegen das Gebiet nicht wechseln. Wie geil. Okay, das war schade. Er kommt hier nicht durch. Yes, jetzt wird er von beiden Seiten behauen. Wie episch. Teamwork mit dem Dämon Joe. Auch wenn der jetzt gerade wütend geworden ist. Aber wenn das so bleibt, wird das die einfachste Quest ever. Ich glaube, es bleibt nicht so. Ja, weil beide gerade wütend sind. Oh oh. Meistens ein eher schlechtes Zeichen. Warum konntest du ihn nicht einfach gehen lassen, Dämon Joe? Warum konntest du ihn nicht einfach gehen lassen? Uah! Oh oh. Das ist oh oh in jeder Richtung. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Lass das, wir sind hier nicht bei Crash Bandicoot. Oh mein Gott. Immer so vor Sachen wegrennen. Nicht mein Stil. Ah, oh, Mr. Dämon Joe muss ich auch nochmal bekannt machen. Aber nicht mit mir. Jetzt kann der Kleine endlich das Gebiet wechseln. Dämon Joe, du bleibst hier. Große, fette, rote Gurke. Mr. Tomati Fati. Ich bin zwar gesprungen, aber es war wohl zu spät. Alles klar. Puh. Jetzt erstmal wieder runterkommen. Problem Dämon Joe geklärt. Problem Nippelsnarf kann angenommen werden. Wobei der höchstwahrscheinlich gar nicht mehr so viel Leben haben dürfte. Also so wie er jetzt von Dämon Joe und mir begutachtet wurde, sollte das ein sehr, sehr fröhlicher Kampf gegen den hier werden. Okay, vielleicht auch nicht. Fallgrube bereit. Chakayam. Jetzt muss ich nur noch Chacha herholen. Der jetzt wahrscheinlich denkt, dass er angreifen soll. Nein, der kommt ja gerannt. Perfekt. Jetzt darf der bloß nicht darüber springen, was er wahrscheinlich tun wird. Yep, war klar. Wie lange bleibt Kayamba jetzt eigentlich da drin? Also, ernsthaft, wie lange bleibt er jetzt da? Bleibt er jetzt für ewig diese Fallgrube? Und er werde nie wieder gesehen, da er ab diesem Moment sich dazu entschied, lieber eine Fallgrube zu sein. Gibt's ja wirklich so Menschen, die lieber Gegenstände sein wollen als Menschen und deswegen
Mal so eine Fallgrube sein ist doch auch was Schönes. Kann ich mir nichts Schlechteres vorstellen, wie ich diesen Angriff hasse. Vor allem, weil ich dann langsamer bin. Oh, 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 ich sollte vielleicht erstmal wieder ganz gechillt hier alles nehmen. Toll, Chacha, hast du mich gerade zum Staggern gebracht? Okay. So geil, wie da die Fallgrube liegt, aber das einfach nicht interessiert. Das war ein Treffer, ich habe es genau gehört. Mit meinen beiden Ohren habe ich das Zang vernommen. Das ist zu weit weg. Großschwert ist halt ein bisschen eine langsame Option. Mit Bogen wäre der, glaube ich, wirklich leichter gegangen. Weil man halt beweglicher ist, wie ich immer so schön zu sagen pflege. Allerdings wäre ich dann gegen den Dämonjo sowas von gestorben. Daher ist Großschwert eigentlich schon auch hier ganz cool. Ich will doch nur dich angreifen. Gib mir doch nur eine Chance dafür. Für meine Full Charges. Der geht halt immer wieder weg danach. Ich bin zu langsam, um da irgendwie gut treffen zu können. Und häufig treffen zu können. Ich mache einen Schlag, kriege richtig viel Schaden und kriege den nächsten Schlag. So kann man eigentlich nicht gewinnen. Hätte ich meine Bomben noch da gehabt, wäre das Ganze wesentlich einfacher gewesen. Aber nein, irgendwelche kleinen Mistviecher, kann ich einfach wieder rausholen. Ah, ich kann einfach wieder rausholen. Mussten das Ding ja zerstören. Nochmal meine Frage. Würde Kayamba ansonsten einfach die ganze Zeit bis zum Ende seines Lebens Fallgrube bleiben, wenn ich ihn nicht rausholen würde? Wäre irgendwie Geistdeckre. Nein, nicht Sande. Das ist ein Unterschied. Und nun Sand raus. Oh, danke. Sehr nice, Kayamba. Toll gemacht. Und wir angeln uns den Fisch jetzt kurz an Bord. Willkommen zurück in der Realität, mein Freundchen. Ich liebe es, zu versuchen, deinen Tail zu cutten. Ob das klappt, keine Ahnung. Aber man kann es ja mal probieren. Bei ihm weiß ich es wirklich absolut nicht. Aber ich glaube, es sollte eigentlich keinen Grund geben, das nicht hinzubekommen. Es ist halt verdammt schwierig, weil im meisten Teil der Zeit der Tail nicht angreifbar ist. Aber wenn er mal angreifbar ist, sollte ich ihn auch kaputt machen können. I don't care. I'm gonna stand here. What the fuck? Jetzt care ich schon. Und zwar den Boden mit meinem Körper. Was nicht so schön ist, aber man muss halt nehmen, was man kriegen kann. Ich glaube, wenn das nächste Mal liegt, bin ich so frei und lass Kayamba nochmal einen Hochtouren weggehen. So, immerhin getroffen. Ein Full Charge nach dem anderen und keiner scheint Schaden zu machen, weil ich glaube, der Rücken ist auch relativ unkaputtbar. Mein Fuß, Alter, ich spüre meinen Fuß gar nicht mehr, er ist komplett eingeschlafen. Sorry, dass ich immer wieder darauf hinweisen muss, aber es ist halt einfach unangenehm, wie ich hier da sitze. Ihr habt es ja gesehen in der Facecam. Vor allem habe ich jetzt, oh nein, das ist ein Dämonjo. Vor allem habe ich jetzt den Controller unter meinen Beinen, was auch sehr wie eine Brezel aussieht. Aber na gut, da no picture, no proof, wie es immer so toll heißt. Das heißt, du gehst jetzt... Von wo beißt du? Von der anderen Seite, ne? Ja, wusste ich doch. So, mein Freundchen. Wow. Wow. Richtig geil. Ihr seid die besten Kameraden, die man haben kann. Vielen lieben Dank dafür. Ist ja nicht so, als wenn ich mehr Schaden gemacht hätte als ihr. Nein. Ihr müsst euch einfach immer wieder ans Tageslicht drängen. Ist jetzt scheißegal. Egal, ob jetzt Kayamba einfach so stirbt oder nicht. Auch wenn Chacha dran schuld war. Irgendjemand muss jetzt dafür zahlen. Und das ist halt jetzt leider Kayamba. Ich versuche ihn draußen zu halten. Er hat getroffen. Ich hab's gesehen. Also nicht gesehen, aber gehört. Und ich habe ihn fliegen sehen. Ganz ehrlich, wenn das Monster stehen bleibt, haben die Typen keine Chance, das zu treffen. Weil es immer im letzten Moment ausweicht, wenn er sich bewegt. Easy 360 No-Scope weggeaimt. Oh nein. Ich bin ein Dämonjo. Ich will dich nur fressen. Fressen, sonst nicht. Ich bin so asozial, dass ich dich töten will. Und ich habe Hunger auf Sinufleisch. Liebstes Essen, das es gibt. Ich bin Dämonjo, jeder hasst mich. Außer mein Essen, denn das ist tot.
Okay, ich sehe auch, Habubulka ist äußerst essbereit. Ich glaube, das hat er sich vom Dämon schon abgeguckt. Oh, nice, oh, nice, oh, nice, oh, nice. Oh, der ist nicht fangbar. Na gut, dann schlag mal halt so zu. Ein bisschen auf die große Nase des Clowns. Scheiße. Na, super. Totally planted. Ja. So kommt ein wahrer Jäger äußerst elegant aus jeder prekären Situation hinaus. Hab ich das nicht geil geregelt, meine Freunde? Ja, ich hab mal wieder die Regel in der Hand. Das Blut fließt hindurch, alles super. What the fuck? Musst du mich so erschrecken? Ich wollte gerade nochmal meine Samen schlucken. Ich wollte gerade meine private Zeit mit mir haben und dann kommst du hier einfach rein. Und tust so, als wenn das deine Wüste wäre. Gut, das ist sie momentan. Aber willst du nicht lieber beim guten alten Freundchen bleiben? Ich glaube, wenn ich das mit der Scheibe mache, geht es mir besser, auch wenn ich gerade irgendwo in der Nähe eine Bombe habe. Alter, leckt auch so überhaupt nicht rum, wenn ich in ihm drin stehe. Also wackelt es überhaupt nicht rum. Gräbst dich nochmal ein? Würde zu dir passen? Nein, du isst dich durch den Sand. Voll der Macker und so. Schöner Schlag, Chacha. Ist mir jetzt egal. Jetzt will ich das auch können. Ja, da war mal wieder mein Schwert zu kurz. That's what she said. Warte, nein. Nein. Nicht genau in dem Wortlaut. Nur mit dem Wissen dahinter. Ich hoffe, das hat jeder mitbekommen. Nicht, dass hier jetzt irgendwelche Gerüchte gestreut werden. Und du willst wirklich immer noch nicht so tun, als wenn ich dich angeln darf. Okay. Muss ich halt nochmal zuschlagen. Der Gaumen ist vor allen Dingen immer noch da. Das, was ich eigentlich rauskriegen wollte. Aber es geht halt am einfachsten nur mit Bomben. Und meine Bombenaktion hat sich ja, wie ihr gesehen habt, nur einmal bezahlt gemacht. So. 2, 1. Flieg weg, Tail. Flieg. Auf alle Heidenländer. Dass niemand dich jemals wieder finden soll. Langsam kriege ich das Gefühl, dass das Ding wirklich nicht kaputt geht. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe da so ein dumpfes Gefühl im Magen. So eine Flaute, die da durchzieht. Wie der Reduktor sich einfach überhaupt nicht für diesen Habubulka interessiert. Da ist mein natürlicher und einziger Fressfeind. Ich fresse hier weiter imaginäres Gras. Das Gras ist hier so schön grau und braun und rot. Das kann doch bloß gut schmecken. Und isst sich dann dort einen ab. Oder das war vielleicht auch so ein bisschen Panikessen. So, oh mein Gott, da ist er. Nicht hingucken. Also so wie Leute immer bei spannenden Filmen an ihren Fingernägeln kauen, kaut der halt am Gras. Würde natürlich auch gehen. Gras. So, da, sehr schön, der schläft schon. Ich kann leider nicht auf den Tail gehen. Was war das gerade? Alter, was für eine tiefe Stimme hast du? Tiefer geht wohl nicht. So, Freundchen. Leider kriege ich deinen Gaumen wohl jetzt nicht mehr weg. Wirst du bis zum Ende deines Lebens ein Feinschmecker sein mit dem besten Gaumen der Welt. Aber ich denke nicht, dass du das wirklich schlimm finden wirst. Oh, ich wollte die Schockfalle benutzen, ne? Exakt deswegen. Oh nein, wie soll ich denn da wegkommen? Warte, Winkel, also Winkel vergrößern, indem man den Weg verkleinert. Nein. Mathematik, why have you left me? Oh, es hätte so schön funktionieren. Oh, der Mund ist weit offen. Der Mund ist weit offen. Der Mund ist weit offen. Und ich bin fucking langsam. Yo, exakt so funktioniert das. So macht man gut, einfach und easy den Mund kaputt. Vor allem, wenn man dann danach nicht hinguckt, ist das immer wieder toll. Nein, Chacha hat mich auch verlassen. Jetzt ist niemand mehr da für mich. Muss ich echt alleine kämpfen. Wirklich, Leute. Die letzten paar Minuten hätte ich jetzt auch noch stark bleiben können und an meiner Seite. Dankeschön, Kayamba. Wenigstens du hast es verstanden. Ich weiß, ich wollte dich zwar jetzt innerlich schon wieder mit der Kanone wegschleudern, aber das musst du ja nicht wissen. So, 3, 2, BÄM!
Ich habe das Zang schon wieder gehört. Ich weiß nicht, ob das Spiel es auch mitbekommen hat. Wahrscheinlich eher nicht. Cha cha. Pull out the cool trick. Reicht das von der Entfernung her? Ah, sieht so aus. So, cha cha, feuert jetzt. Yes, nächster Treffer, der wieder nichts gemacht hat. Aber Treffer ist Treffer. Willst du echt die letzten paar Minuten deines Lebens damit verbringen, mir nochmal Sand ins Gesicht zu schießen? Jetzt habe ich echt Sand in der Mumu, so wie ich mich hier verhalte als Memme. Deswegen lasse ich mich lieber nochmal aufessen. Eat my pussy, eat it good. Das war zu gut. Da wurde ich vor Freude gleich nochmal ohnmächtig. Das passiert halt ab und zu, tut mir leid. Manchmal überschätze ich einfach das, was ich aushalten könnte oder eben auch nicht. Und ja, dann nach dem lauten Ohnmacht. Ich hoffe, das habt ihr auch. Ich hoffe, da bin ich nicht der Einzige. Wäre sonst sehr schade. Wir haben aber noch einmal Bomben bekommen. Und wie ich den guten Abwolburger kenne. Und wir haben wieder Ausdauer, was auch geil ist. Wird er bestimmt jetzt wieder eingeschlafen sein. Das Traurigste ist eigentlich, dass ich nicht gegen den Dämonjo gestorben bin. Gegen die Dämonjo-Habuboko-Kombo. Dass tatsächlich der Dämonjo zu 90% auf meiner Seite war. Und mit mir gegen den Typen gekämpft hat. Und nicht mit dem Typen gegen mich. Sondern dass ich dann gegen den Einzelkampf verloren habe. Weil die Ausdauer weg war und weil ich cool tun wollte. Der Standardfehler, der mir immer passiert. Aber fuck this shit, I'm out. Eins, zwei, komplett tot. Alles in Flammen. Alles brennt. Alles geht in Flammen auf. Da blieb nichts mehr stehen. So. Jetzt können wir uns erstmal so richtig schön an seinen Eingeweiden erläuben. Keine Ahnung, ob jetzt der Gaumen kaputt ist. Wäre schön. Immerhin habe ich jetzt alles nochmal in Nasenkopfnähe getan, aber ich glaube, so wird das nichts. Gucken wir mal kurz auf die andere Seite. Ja, Kamera drehen. Nein, er ist noch da. Dort hängt er. Die Freude eines jeden Kochs. Die einzige Möglichkeit, irgendwie aus dem Monsterhaus wieder rauszukommen. Der Gaumen und aus Monstro natürlich baumelt da so rum. Wegen den Daleks. Sie haben es verschuldet, dass der Gaumen da noch so rum baumeln kann. Böse Daleks. Alter, die Stimme tut mir Rachen weh. Na gut. Aber dann haben wir das auch wunderschön erfüllt. Als nächstes müsste jetzt der Akantor, der Schmelztiefe, kommen oder etwa nicht. Erstmal haben wir noch schön viele Items hier, die mir eigentlich alle komplett egal sind. Ey, Brillanzfluid, damit kann ich selber einstreuen. Vielleicht habe ich dann bessere Let's Plays. Brillante Let's Plays. Wahrscheinlich hat es gerade schon genommen. So, neues längstes. Oh, tatsächlich längstes Silber. Dämonjo wäre vielleicht auch nochmal ein neues gewesen, aber... Ganz ehrlich, wie gesagt, ich habe so schon jetzt 20, 30 Minuten für den einen Nippelsnarf gebraucht. Das 30 Minuten für den Dämonjo mit dem falschen Element sind eher unwahrscheinlich.